So, willkommen zurück in der Welt der Safe-Game-Fehler, Errors. Wahrscheinlich wäre es nämlich sogar am besten, wenn ich bis zum nächsten Zellen respawn, also mindestens 4 Stunden lang, nur in DC rumhängen und nicht mehr ins eigentliche Ödland zurückgehen wird, in der Hoffnung, dass dann dieser Bug-Behemoth weggenommen wird vom Spiel. Und damit auch der Safe-Game-Fehler hoffentlich verschwindet. Ich konnte zwar vorhin noch nach River City gehen, aber es ist immer noch wackelig und man hat ein schlechtes Gefühl dabei. Man traut sich dann nicht mal mehr F9 zu drücken. Das wollen wir ja nicht. Das darf eigentlich gar nicht sein. Und übrigens den Nestwächter zu killen, bringt natürlich in Bezug auf das Nest nicht, sondern damit das Nest weg ist, muss man schon das Nest selber wegschießen. Und das Nest kann nämlich nur mit Feuerwaffen weggekriegt werden. Eigentlich könnte ich ja auch von hier aus kämpfen und mich also immer hier drin verstecken. Vielleicht geht's ja dann schneller. Ja toll, jetzt sehe ich die wieder alle nicht. Wahrscheinlich versteckt sich jetzt der Nestwächter hinter seinem Nest. Hier gebe ich zu. Nur was hat denn der für eine Böllerwumme? Theoretisch könnte es ja auch sein, dass er so blöd ist. Und sein eigenes Nest zerschießt. Getroffen werden zählt aber natürlich nicht zu meiner Strategie. Wenn ich es nämlich irgendwie hinkriege, dass er da daneben schießt und stattdessen das Nest trifft. Na toll, stattdessen kriege ich nur hin, dass er mich daran trifft. Dann könnte ich Ammo sparen. Hey, du Böllerdödel! Aber ich glaube, der trifft das Nest, oder? Nur man weiß, da können die Nester nicht anzeigen, wie viele Striche sie jetzt noch haben. Weil die Engine das nicht unterstützt. Es gibt nicht mal ein Konsolenkommando, mit dem man es rausfinden kann, wie viele Striche das Nest jetzt wirklich hat. Im Zweifelsfall muss man einfach weiter drauf schießen, bis es irgendwann dann mal weg ist. Na toll, es ist der Bugtyp im Nest. Ja, du bist ja ein kleiner Cheater. Zudem, dass ich nicht rausfinden kann, wie viele Striche das Nest hat. Ob es auch ordentlich welche verliert durch die Geschosse von dem Mutti. Außerdem kann natürlich auch jederzeit wieder ein neuer Mutti aus dem Nest rauskommen. Jetzt hat er sich wieder rausgeglitscht. Also eigentlich böllert der ja ziemlich oft, aber das Nest ist immer noch da. Ach man, warum trifft er denn immer mich? Nerv. Ich muss das auch so gehen. Bringt aber anscheinend nichts.
Ach man, du bist ja nervig. Das ist ja fast so wie in Oblivion. Wo ein Kampf 20 Minuten dauern kann. Okay, noch zwei Schuss aus meiner Schrotwumme und das nächste ist weg. Also hat es anscheinend nicht mehr so arg viele Striche. Tötet sie! Tötet sie alle! Na, schieß halt das Nest weg, du. Nicht mich. Niemand kann uns aufhalten. Ach nee. Warum schießt du denn nicht? Ach komm! Du nervst ja vielleicht mal. Jetzt zeige ich dir aber, du. Ja, ich weiß, es war eine ziemliche Lamer-Strategie, na und? Dafür bin ich ja mittlerweile bekannt. Ach so, gibt ja dieses Geheimversteck. Das habe ich auch lange nicht gewusst, dass das da ist. Hier sind jetzt zwar die Betten, aber noch mehr Mutis. Leider. Na Glück gehabt, ich bin so durchgekommen. Muss ich diesen Erschieß aber noch zeigen. Das muss ich eigentlich gar nicht mal unbedingt. Will ich aber. Ja, er hat einen Flammenwerfer. Ist natürlich so gemoddet, dass die Mutis überhaupt mit dem schießen können. Ja, ich weiß, die Animation von dem sieht dann buggig aus. Na und? Hauptsache, es funktioniert. Ich kümmere jetzt schon, ob der von so dödelig aussieht. Hauptsache, er schießt mit dem Teil. Nur da kommt ein Golem! Er ist ein schwerer Gegner. Na, du kleiner Cheater! Ich geb dir, du Eine-Typi! Du hast keine Chance, du! Jetzt zeigt, dass du das einziehst. Also jetzt gibt's den Cheatbug, das heißt, er kann immerhin nicht mehr diesen auf mich zustürmen Angriff benutzen. Und ich bin so blöd und lass mich aber trotzdem treffen. Indem ich anscheinend ein kleiner Noob bin. Guck mal, wie viele Striche der Nerver hat. Ach nee. Daneben! Wenn man alles wüsste, was der vorhat. Vor allem Rumpfergriffelung bringt bei den Golems nichts. Weil die keine Animation dafür haben. Das ist natürlich auch ganz schön cheaterig, wenn du mich fragst. Na, jetzt ist wenigstens mal sein Bein weg zum Glück. Auch so ein alter Nerfer zu sein. Ach nee. Hm.
Nur du nervst mich. Warum hast du denn so viele Striche? Hör mal auf, so arg rumzunerven. Nee, das hat mich nicht schnell noch getroffen. Ich hab den viel schneller gekillt, weil meine Waffe nämlich ganz schnell angreift. Cheater-WP. Ey, das ist ja erledigt. Mal sehen, ob ich hier jetzt rauskomme ohne Savegame-Fehler. Vor allem das, was ich vorhin gesagt habe, war ja anscheinend Blödsinn, weil ich habe gesagt, es gäbe den Savegame-Fehler nur in Außenzellen, aber der Ostflügel vom Kapitol ist natürlich keine Außenzelle. Ist das da? Soll zwar eigentlich auch mal ins Kapitol, aber der Savegame-Fehler will das ja nicht, so wie es aussieht. Ja, da kommt ja ein Super-Mutant. Das ist übrigens auch was, das viele nicht wissen. Das auf Englisch, das nicht einfach nur Super-Mutant heißt, sondern dass da ein Leerzeichen dazwischen ist. Genauso gibt es viele Übersetzer, die beim Übersetzen ins Deutsche das Leerzeichen dann da lassen. Siehe Dungeon Lords, da ist es überall so. Da ist es dann Skelett-Leerzeichen-Krieger. Oder auch ganz merkwürdig im Edisheim Oblivion Mod, also OGND. Ich frage mich, ob da Edi irgendwie Engländer ist oder so. Weil da heißt es dann zum Beispiel sowas wie Wiesenschaumkraut-Leerzeichen-Blätter. Nach dem Duden ist es in der deutschen Sprache ganz einfach nicht richtig. Tut mir leid, lieber Edi. Toll, wie soll ich denn da rauskommen, wenn da überall die Mutis warten? Vor allem gibt es hier nämlich Kartoffelbuckets und so, die ich gerne entschärfen würde, ohne sie hochzujagen. Ach so, ich bin an der Stelle, stimmt's? Dann gehe ich einfach wieder da rein und nehme die Metro. Sollte ja gehen, wenn der Savegame-Fehler nicht dazwischen funkt. Und ins Kapitol darf ich ja anscheinend nicht, weil es dann einen Savegame-Fehler gibt. Diesen Elenden. Der Savegame-Fehler ist so ein kleiner Bastard. Tut um, dass man nicht einfach dem Spieler die Option gegeben hat, in die Konsole Set Can Crash to 0 reinzuschreiben. Ich meine, was soll das mit dem Absturz? Warum kriegt man nicht einfach als Benutzer die Möglichkeit, stattdessen zu sagen, nee, ignoriere das Problem und lauf halt gefälligst weiter? Gibt's ja wohl nicht. Diese Abstürze sind nämlich größtenteils unnötig. In ganz seltenen Fällen kann es ja sogar vorkommen, dass Fallout 3 mit einer Fehlermeldung abstürzt bei mir. Nämlich die Windows-Idioten-Fehlermeldung gibt es bei mir natürlich nicht. Ich frage mich zwar, warum es die nicht gibt, ich bin aber froh drüber. Dieses Blablabla hat ein Problem festgestellt und muss beendet werden, was gar nicht nötig gewesen wäre, wenn es nicht extra spezifisch nach Problemen gesucht hätte. Und unter Windows 7 gibt es die Idioten-Fehlermeldungen immer noch, da heißt es aber Fallout 3 funktioniert nicht mehr, was natürlich auch richtig klasse ist. Windows 7 ist sehr viel schlechter als Windows XP. Aber die haben es tatsächlich geschafft, dem Fass nochmal die Krone ins Gesicht zu schlagen mit Windows 8. Ach ja, ich habe übrigens anscheinend den Savegame-Fehler, stimmt's? Stimmt's? Ich habe den Savegame-Fehler, oder? Boah, das ist ja klasse, dass ich den schon wieder habe und jetzt auch in die Metro nicht rein darf. Das ist ja bastardig, dass es immer den verdammten Savegame-Fehler gibt. Mann! Also ich teste jetzt natürlich nochmal, weil das eigentlich gehen muss, dass man da reingeht. Mal
also dass man die Metro nimmt, aber wahrscheinlich wird es nicht gehen. Wegen diesem dreckigen Fehler-Error. Ey, du Bugfehler! Nö, es geht wirklich nicht. Mö. Aber ist doch da gar kein Behemoth, oder etwa doch? Kann aber eigentlich nicht sein. Gibt's doch nicht. Was ist denn da? In dem Fall stürzt der ab. Während ich versuche reinzugehen, also irgendwas in der Außenregion ist wahrscheinlich verbuggt. Oder zumindest tut das Spiel anscheinend so, als wäre da was verbuggt. Was in Wirklichkeit natürlich nicht so ist. Also ich schätze mal, es ist was in der Richtung. In dieses Bürogebäude werde ich dann wohl auch nicht reinkommen. Oder? Doch, aber da ist eine Stairs-Trap. Also ganz unfair. Muss man Kronkorkenminen herabfallen lassen und hoffen, dass die den Mutis zeigen, wo es lang geht. Doch! Ach Mann! Na klar, da kommt der verdammte Boss. Sind das für buggige Kronkorkenminen? Ach nee! Nee, warum kommt denn der da? Nö! 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 Ihr Fastade! Das darf doch nicht sein! Nö! Jetzt kann ich es ja vergessen! Nämlich dieser Boss ist ein ganz fieser Fiesling. Sogenannter fieser Miesling oder mieser Fiesling. Der hat mich nämlich schon einen Stealth Boy gekostet und wahrscheinlich wird gleich noch ein zweiter dazu kommen, weil er nicht geht. Mann! Ey, jetzt habe ich mich gescoot, stimmt? Komme ich nicht mehr lebendig raus und muss deshalb einen gottverdammten Safe State zurückgehen. Versuchen wir es mal hier. Mann, was stehen die denn da alle rum? Und die gehen auch viel zu schnell los. Lauf! Komm. Warum bist du denn unfähig, einfach mal da die Mine rüber zu werfen? Ach, ich bin doch gesprungen. Ja toll, ich habe schon wieder nur einen Strich und kann aufgeben. Ich habe einen Mutti umgeballert, das bringt mir ja ganz viel. Da kommt noch mindestens ein Mutti und der Boss. Und der Boss kann mich jetzt selbst dann killen, wenn man mich nur ein kleines bisschen trifft. Hä? Warlock-Benutzer, was war das denn? Ey, du Warlock-Benutzer, Scheißkerl. Das ist ja fast so schlimm wie in New Vegas. Nö, da kann ich nichts mehr machen, stimmt's? Sondern da werde ich jetzt ganz einfach getroffen. Was soll ich denn jetzt machen? Kann ich ja aufgeben. Nein! Eine Armverkrüppelung bei dem Boss wäre ganz gut. Aber erstmal hinkriegen. Nee, ich meine, jetzt ist mal der Mutti weg. Aber jetzt kommt noch der Boss.
Wenn das nämlich klappen wird, na toll, wird es mir auch nicht bringen, weil das dann kann ich ja jetzt aufgeben. Dieser Bastard! Keine Chance! Das hätte ich sogar irgendwie hinkriegen können. Ey, du Bastard-Typi! Ey, jetzt zerreiß ich dich aber, du bastardiger Bastard von einem Bastard. Ching chang, bim 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 bim. Der kann übrigens dauern. Weil ich habe vorher schon im Verlauf von diesem Charakter 10 Minuten oder so auf ihn eingehämmert und überhaupt keinen Schaden in den reingekriegt. Ach nee, aber du. Du und deine elende Kampflinte. Da braucht man einen Todeskrallenhandschuh für den, den ich aber nicht hab. Oder zumindest glaube ich, dass ich keinen hab. Nee, natürlich nicht. Also halt irgendwas, das logischerweise die Panzerung ignoriert. Da stimmt irgendwas nicht, stimmt. Ach so, verdammt. Der Typ hat nämlich Stimpacks, im Gegensatz zu mir. Und kann somit seine Körperteile sogar wieder heilen. Deshalb wird der Arm schon zweimal verkrüppelt. Wobei das theoretisch sogar ein Vorteil ist, weil man den Arm dann mehrfach verkrüppeln kann und jedes Mal, wenn er verkrüppelt wird, wird der Boss ja erstmal kurz gelähmt. Aber jedenfalls ist es so, dass der so ein Fiesling ist und Stimpacks hat. Ich lasse dir sowas von geben. Vielleicht bist du ja auch am Safe Game Fehler schuld. Du kannst was erleben. Boah, ich krieg einen Krampf in den rechten Arm vom dauernden Draufhämmern. Also zum Glück klappt hier dieser Trick, dass... Na klar, jetzt wo ich sag. Aber normalerweise klappt der Trick jedenfalls, dass wenn man im Nahkampf ganz nah an den Böllergegner rangeht, dass der einen dann nicht mehr treffen kann. Ich glaube nämlich bei Gegnern, die zweihändige Feuerwaffen haben, besser als bei welchen mit einhändigen. Aber in New Vegas klappt's nicht mehr so richtig. Und zu dem Zeitpunkt, wo dieses Video hochkommt, sollte das betreffende New Vegas Video auch schon da sein. Also da sieht man das ja, wie diese RNK-Bastarde mich dann trotzdem noch treffen. Ey, du bist selber verdammt, du! Und gleich bist du nämlich auch tot gemacht. Gleich bist du ein tot gemachter Typ wie... Na klar, der lässt sich nicht loten. Ich habe aber Karma dazu gewonnen, dadurch, dass ich den besiegt habe, weil er nämlich als sehr böse zählt. Hier ist es nämlich so, dass da die Skripte rumspinnen und ich deshalb nicht loten kann. Ach, lad doch nicht so ewig lang, es soll weitergehen. So, jetzt. Ein Unterhebel-Repetierer. Ja, und einiges an Ammo. Hosteller einlösen. Dann gucke ich jetzt, wie lang das Video ist.
Und wieder ganz schön groß. Aber ich gehe jetzt noch zum Bett zurück. Und dann kommt ein neues. Na toll. Das sind eigentliche Spawns. Und die werden dann immer wieder hier drin respawnen. Und auch noch gleich 3 Stück. Und somit dafür sorgen, dass es hier zu einer ultimativen Stairstrap wird. Nerv. Und aus unerfindlichen Gründen habe ich hier bekanntlich den Savegame-Fehler. Keine Ahnung warum. Der Savegame-Fehler ist so ein Bastard von einem Bastard. Ja, ich weiß, dass diese Bezeichnung keinen Sinn macht. Ich hab schon gedacht, dass ich auch hier jetzt nicht mehr reinkäme. Aber diese Bug-Metro muss gehen. Kann nicht sein, dass die Metro nicht geht. Vor allem gehen die Gebiete wahrscheinlich sogar nur dann nicht, wenn ich versuche, von hier aus reinzugehen. Dagegen, wenn ich aus der anderen Richtung käme, dann wird mit Sicherheit funken. Nur will das halt eben nicht. Weil es nämlich so fehlererrorig ist. Egal, da geht's dann nächstes Mal weiter. 10, 9...